Also 1986 war ich auf der Suche nach einem Haus, wo ich wohnen konnte und natürlich auch, wo wir spielen konnten. Und da habe ich dieses Haus entdeckt. Das Haus haben wir uns nicht angeschaut, sondern nur den Stadel. Und das war für uns die ideale Spielstätte. Wir haben das umgebaut. 11 Jahre später haben wir diesen Stadel dann wintersicher gemacht, mit Heizung und allem drum und dran. Dazwischen noch 5 Jahre, also nach 1986, 1991 haben wir Studiobühne vorne gebaut und ja, nächstes Jahr gibt es uns 30 Jahre und wir haben einen Spielbetrieb mit 65 bis 70 Spieltagen im Jahr. Ja, also wir haben jetzt hier den Stadel mit dem Bühnenbild für Der Vorname, eine französische Komödie. Sie sehen hier die alten Kinositze. Die Bühne ist sehr breit, wenig tief, aber ich muss sagen, wir haben bis jetzt alle Stücke hier noch spielen können. Die Konstruktion, wie Sie es da hier sehen, also diese Pfosten mit den Querstreben, das ist alles noch original. Und die Pfosten, die wir also da jetzt für die Technik eingezogen haben zum Teil, ist auch, also die sind auch von einem alten Stadel. Ja, wir haben also nur altes Holz verwendet. Auch die Galerie, die wir gebaut haben, ist auch altes Holz. Also wir haben einen alten Stadel abgetragen und diese alten Hölzer hier verwendet. Ja, seit 2 Jahren haben wir sogar, das sieht man jetzt hier nicht, aber einen, also man kann jetzt auch von unten auftreten, weil da drunter gibt es einen Weinkeller. Und den haben wir ausgebaut und haben also da jetzt so einen mit Deckel und so, dass man auch Effekte machen kann, dass man von unten rauskommen kann. Haben wir schon bei einem Kinderstück verwendet.